Hohe Synode, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich schwanke im Moment zwischen zwei Extremen, wenn ich auf die Uhr gucke. Das Extrem Nummer eins ist, ich trage Ihnen den Finanzbericht so gründlich vor, wie er erarbeitet ist. Das wäre, glaube ich, unbarmherzig. Das Extrem Nummer zwei ist, ich empfehle Ihnen den Finanzbericht zum Selbststudium und wäre damit fertig. Das wäre ein bisschen zu leicht für mich. Und ich habe ja auch das Interesse, dass Sie ein paar Zusammenhänge verstehen. Und deswegen versuche ich einen Mittelweg. Und dieser Mittelweg ist deshalb möglich, weil der Finanzbericht unter Drucksache 7.1 in OneDrive eingestellt ist. Sie können ihn da aufrufen, mitverfolgen. Und für diejenigen, die dazu keine Lust haben, lehnen Sie sich zurück, hören Sie mir zu. Und Herr Bolduan wird mit Herrn Wenzel zusammen immer mal eine Folie einblenden, die dann auch erläutert wird. Ich versuche also diesen Mittelweg, springe mitten hinein und frage, warum heute ein Finanzbericht? Das ist die Frage im unteren Teil der Seite 2 des Finanzberichtes. Es ist gut, wenn die Landessynode zum Beginn ihrer Amtszeit die finanzielle Situation der EKM wahrnimmt. Ohne konkrete Haushaltsplanung und ohne die Anspannung, die zu einer Haushaltsdebatte in der Regel dazugehört. Es ist gut, wenn wir uns vorher auf ein Grundverständnis für die Finanzen der EKM einstellen. Das wird uns bei der Herbsttagung, wo es um den Doppelhaushalt 2022-2023 geht, helfen. Mit ihrer Zuständigkeit für die Finanzen der Landeskirche trägt die Landessynode Verantwortung für den Weg der EKM als Ganzes und für alle ihre Ebenen. Unser Finanzgesetz spricht davon, dass die finanziellen Mittel unserer Kirche in gemeinsamer Verantwortung und Solidarität der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und der Landeskirche aufgebracht und verwendet werden. Das setzt einen Blickwechsel voraus von der Perspektive der Kirchengemeinde, des Kirchenkreises, der kirchlichen Einrichtung, der diakonischen Einrichtung, der persönlichen Erfahrung oder gar eigenen Betroffenheit hin zu einem Gesamtblick. Dabei bleibt die eigene Perspektive freilich unverzichtbar. Sie braucht aber die anderen Perspektiven, die dann in den Gremien zusammengetragen werden. So und nur so entsteht ein Gesamtbild. Auf seiner Grundlage wird verabredet, was vorrangig, was nachrangig ist, wo investiert wird und wo eine Aktivität zurückgefahren oder aufgegeben werden muss. Dabei will der landeskirchliche Haushalt die Akteure nicht bevormunden. Er soll vielmehr ein Rahmen sein für die kirchengemeindliche und kreiskirchliche Selbstverwaltung nach dem Subsidiaritätsprinzip und so für deren selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Handeln nach Maßgabe dessen, was verantwortlich finanzierbar ist. Es ist in der Amtszeit der zweiten Landessynode gelungen, eine relativ stabile Haushaltsentwicklung in der EKM zu gestalten, zum Teil aufgrund wirklich harter Konsolidierungsschritte, aber auch wegen der guten Konjunktur der vergangenen Jahre. Das hilft uns in diesen Jahren der Corona-Krise. Es darf dennoch nicht zu dem Fehlschluss führen, die EKM sei finanziell unendlich stabil. Ja, wir sind heute in der Lage, auf dem uns möglichen Niveau einigermaßen solide zu wirtschaften. Das ermöglicht uns und sollte uns anspornen, die Herausforderungen anzugehen, die vor uns liegen. Die Spielräume nämlich werden enger. Die Corona-Krise schärft uns das noch einmal ein und damit, dass wir aufmerksam auf keinen Fall nachlässig sein dürfen. Das ist der Grund dafür, bereits heute über Geld zu sprechen. Und ich komme zu den Grundlagen der Finanzierung der EKM auf Seite 4 des Berichtes. Da ist zunächst die Plansumme. Sie dient im Sinne verantwortlicher Haushalterschaft dem solidarischen, sparsam wirtschaftlichen und transparenten Einsatz aller kirchlichen Mittel und setzt auf das eigenverantwortliche Handeln der Kirchenkreise und Kirchengemeinden entsprechend der jeweiligen Situation. Das ist die Vorgabe für das Finanzwesen und die Vermögensverwaltung auch aus der Verfassung. Und die Mechanismen des Finanzgesetzes haben das auch in der Phase der Konsolidierung bewiesen. Sie sind geeignet, die Lasten angemessen zu verteilen. Gerade die detaillierte Darstellung der Finanzausstattung der einzelnen Ebenen und dabei besonders auch der Ebene der Landeskirche sorgt für eine hohe Transparenz.
Hervorzuheben ist, dass die Mittel, die der Landeskirche für ihre Aufgaben zur Verfügung gestellt werden, an die Kostenentwicklung im Verkündigungsdienst gekoppelt sind. Diese Kopplung verlangt von der Landeskirche eine ebenso sorgfältige, vorausschauende und einschneidende Planung, wie sie auch von den Kirchenkreisen geleistet werden muss. Das wurde besonders im Blick auf die 2019 veränderte Formel zur Berechnung der Stellen im Verkündigungsdienst deutlich. Hier wurden für 2019 und die Folgejahre auch im allgemeinen landeskirchlichen Anteil spürbare Einsparungen, vor allem im Personalbereich, vorgenommen. Die Plansumme als wichtigstes Steuerungsinstrument ist die Ausgangsgröße für die Aufteilung der finanziellen Mittel. Die Entscheidung über ihre Höhe und Aufteilung treffen Sie auf Vorschlag des Haushalts- und Finanzausschusses, der wiederum auf der Grundlage der vorläufigen Feststellung durch das Landeskirchenamt handelt. Zu den einzelnen Bestandteilen der Plansumme auf der Einnahmenseite ist das, wen wundert's, die Kirchensteuer. Sie ist mit rund 55% der Einnahmen die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der EKM. Leider können wir ihre Höhe nicht direkt beeinflussen. Sie entwickelt sich tendenziell rückläufig, entsprechend der Mitgliederzahl, aber auch aufgrund der finanziellen Leistungsfähigkeit der Mitglieder und dieses wiederum überlagert von konjunkturellen Effekten. Deutlich ist aber, dass zurückgehende Gemeindegliederzahlen und die zunehmende Überalterung unserer Gemeindeglieder auch Kirchensteuereinnahmen zurückgehen lassen. Da komme ich später noch mal drauf. Dann gibt es den erweiterten Solidarpakt und als Frucht dieses erweiterten Solidarpakts der EKD den Finanzausgleich. Dieser Finanzausgleich wird jährlich neu und einstimmig von der EKD-Kirchenkonferenz beschlossen. Dabei ist das Recht auf den Finanzausgleich unauflöslich an die Einhaltung der finanziellen Mindeststandards des Solidarpakts gebunden. Das klingt logisch, darf aber nicht zur Floskel werden, sondern ist gerade für die EKM, deren Haushalt zu rund 25% von diesem Finanzausgleich abhängt, eine ständige Aufgabe. Wir müssen die Eckdaten unserer Finanzentwicklung offenlegen und klar definierte Finanzkennzahlen im Solidarpakt einhalten bzw. die notwendigen Schritte unternehmen, um sie zu erreichen. Der Finanzausgleich ist, diese Eckpunkte sind Mindeststandards. Sie sollen dazu führen, dass eben die jeweilige Empfängerkirche die finanzielle Leistungsfähigkeit erhält, die Kostenstruktur vertretbar ist, die Liquidität gesichert ist, eine ausreichende Rücklagenbildung stattfindet, die Versorgung der Pfarrer im Ruhestand gewährleistet ist und es keine Verschuldung, jedenfalls nicht für konsumtive Zwecke gibt. Der Finanzausgleich ist die Frucht und der Solidarpakt ein Frühwarnsystem. Und wenn Sie sich mal die Tabelle angucken, die jetzt hoffentlich gleich eingeblendet wird, sehen Sie die Entwicklung des Finanzausgleichs vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2021. Sie sehen da eine ziemliche Steigerung und das ist auch der Grund dafür, dass der Finanzausgleich wieder einmal überprüft wird. Und dieses ist anders als die letzten Überprüfungen, die wir ganz glimpflich überstanden haben, denn es geht jetzt darum, dass die Arbeitsgruppe, die diesen Finanzausgleich überprüft, vor dem Hintergrund der Freiburger Studie und der dort prognostizierten Kirchensteuerrückgänge eben gerade auch in den Geberkirchen des Finanzausgleichs bis zum Jahr 2060 stattfindet. Einerseits Weiterentwicklung des Systems, aber andererseits sollen auch die Einsparungsnotwendigkeiten der Geberkirchen dort abgebildet werden. Deswegen gibt es neue Rahmenvorgaben. Ich nenne die Stichworte. Valide und objektiv soll der neue Finanzausgleich sein. Seine Höhe soll normativ festgelegt sein. Er soll Anreizkompatibilität bei den Nehmerkirchen gewährleisten und die Lastenprogression auf der Geberseite erfüllen und einen Überausgleich verhindern. Und wen das jetzt an die Quadratur des Kreises erinnert, der liegt nicht ganz falsch. Ich bin der einzige Vertreter einer Nehmerkirche in dieser Arbeitsgruppe und bin da mit eindeutigem Interesse dabei
Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen. Deswegen ist es für eine Entwarnung zu früh. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir die Kennzahlen des Solidarpakts ernst nehmen und beeinflussbare Abweichungen nach Möglichkeit vermeiden. Ja, und wenn Sie sich mal die auf Seite 7 in der Mitte die besonderen Punkte und Aufgaben, die uns die EKD in das finanzplanerische Stammbuch der EKM vor 7 Jahren geschrieben hat, also besonders auf die Personalkostenquote achten, die soll stabil sein, die Sicherung der Versorgung gewährleisten. Für die strukturpolitischen Herausforderungen sollen wir konsequent Konzepte entwickeln und erproben, die sich konkordent zu den finanziellen Möglichkeiten verhalten und nicht nur eine mittelfristige, vor allen Dingen auch eine langfristige Finanzstrategie zu gestalten. Ich überlasse es Ihrem Urteil, wie viel wir davon schon umgesetzt haben. Ich wage zu behaupten, es ist nicht wenig und zeigt, dass wir nicht nur den Kriterien des Solidarpakts immer besser gerecht werden, sondern auch in unserer Kirche einiges voranbringen konnten. Zu den Staatsleistungen, die nächste Position auf der Einnahmenseite. 20% unserer Einnahmen sind Staatsleistungen. Sie sind keine alten Zöpfe, sondern haben ihre Rechtsgrundlage in den Staatskirchenverträgen der 90er Jahre. Das sind moderne Verträge und die haben seitdem auch in der Realität gut funktioniert. Und man muss auch sehen, die dort fixierten Staatsleistungen sind das Ergebnis von Verhandlungen in diesen Jahren. Und diese Verhandlungen waren keineswegs einfach. Sie waren hart und haben für die kirchliche Seite erhebliche Zugeständnisse mit sich gebracht. Alle Kritik an den Staatsleistungen oder die Forderung nach ihrer Ablösung, die nicht immer von Sachkunde geprägt ist, muss sich fragen lassen, was ihr eigentliches Ziel ist. Geht es wirklich um eine echte rechtsstaatliche Ablösung oder läuft es letztlich auf die Enteignung der Kirchen hinaus? Ablösung heißt Ersatz der abzulösenden Leistung durch eine neue, die Ablöseleistung, und das unter Beachtung der Leistungsäquivalenz. Und das ist eben das Problem. Das ist relativ teuer für die staatliche Seite. Deswegen gibt es die Staatsleistungen immer noch, trotz des Ablösegebots der Weimarer Reichsverfassung. Vielleicht noch ein Gedanke. Mit den Staatsleistungen zahlt nicht der Steuerzahler für die Kirche, sondern der Staat erfüllt seine in den Staatskirchenverträgen mit den Parlamentsbeschlüssen übernommene Pflicht. Und das ist für meinen Geschmack etwas anders. Dankbar kann ich aber auch feststellen, dass die Länder bisher vertragstreu zu ihren Verpflichtungen gestanden haben. Ja, wir haben auch ein weiteres Element der Plansumme. Das ist die Zuführung zur Clearingrückstellung. Da möchte ich nicht näher drauf eingehen. In der Fußnote ist erläutert, was die Clearingrückstellung bedeutet, beziehungsweise was das Clearingverfahren ist. Es ist das Kirchenlohnsteuerverrechnungsverfahren, wenn Wohnsitz des Kirchenmitglieds und sein Arbeitsort mit der Betriebsstätte auseinanderfallen. Ist schön erläutert, ist einfach nachzulesen. Ich komme zum Gemeindebeitrag und zu den Einnahmen aus Grundstücken. Beides gehört nicht zur Plansumme, ist aber im Rahmen eines Finanzberichtes für eine neu konstituierte Synode wichtig. Der Gemeindebeitrag, da kommt gleich eine Folie, die die Entwicklung des Gemeindebeitrags seit dem Jahr 2009 zeigt. Hatten wir 2009 auf die ehemaligen Teilkirchen einmal aufgeteilt, in der ehemaligen EKKPS 6,16 Millionen Euro Gemeindebeitrag und in der ehemaligen ELKTH 2,6 Millionen Euro. So sind es jetzt nach 10 Jahren. Eine gewisse Annäherung der Zahlen hat, wie Sie sehen, stattgefunden. In der ELKTH nach wie vor 2,6 Millionen Euro Gemeindebeitrag, aber in der ehemaligen EKKPS ist der Gemeindebeitrag um 1,2 Millionen auf 4,9 Millionen Euro gesunken. Die Ursachen könnten sein, dass zum einen die Zahl der Gemeindeglieder sinkt und damit die Zahl der potenziellen Gemeindebeitragszahler. Zum anderen wirken sich insbesondere im Bereich der
ehemaligen thüringischen Kirche die zunehmende Gemeindebeitragserhebung über die Kreiskirchenämter und die Erstellung von Einzelanschreiben pro Gemeindeglied aus. Ja, wenn Sie dann mal gucken auf der nächsten Folie, sehen Sie den Durchschnitt. Hier ist der Durchschnitt in der ehemaligen EKKPS stabil geblieben bei 13,88 Euro und in der ehemaligen EKTH ist ein leichter Anstieg um 1,70 Euro auf jetzt 8,11 Euro feststellbar. Dennoch besteht Luft nach oben und der Gemeindebeitrag, das wird in den folgenden Passagen auch noch mal ausgeführt, die ich sehr Ihrem Selbststudium empfehle, ist entwicklungsfähig und entwicklungsbedürftig. Dennoch ist allen zu danken, die Gemeindebeitrag zahlen und all denen, die sich mit viel Engagement für diese Zahlung einsetzen und stark machen. Einnahmen aus Grundstücken, jetzt kommen wir wieder in den Bereich der EKM-Superlative. Die EKM ist nicht nur die Landeskirche mit den meisten Kirchen, immerhin befinden sich rund 4.000 Kirchengebäude, das sind 20% aller Kirchen auf dem Gebiet der EKD in der EKM. Die EKM verfügt unter den Gliedkirchen der EKD mit rund 87.000 Hektar über den größten Bestand an kirchlichen Grundstücken. Etwa 75% davon sind Pfarrland und 25% Kirchenland. Der Bruttogesamtertrag beläuft sich auf ca. 34 Millionen Euro jährlich. Und das ist dann über verschiedene Einnahmepositionen, Landwirtschaftsverträge, Baulandverträge, Windenergie, Grundvermögensfonds darzustellen. Der Grundvermögensfonds hat 2020, ähnlich wie in den Vorjahren, einen Ertrag von 2,44% zugunsten der beteiligten Kirchengemeinden erwirtschaftet. Das ist in diesen zinslosen oder Negativzinszeiten schon erheblich. Der weitaus größte Anteil von ca. 25 Millionen Euro der Gesamteinnahmen entfällt auf das Pfarrvermögen, was einen ganz erheblichen Beitrag zur Sicherung der Finanzierung des Verkündigungsdienstes bzw. der Pfarrbesoldung darstellt. Das Pfarrvermögen hat damit eine erhebliche Bedeutung für die Gesamtfinanzierung der EKM, insbesondere auf der Ebene der Kirchenkreise und Kirchengemeinden. Die ordnungsgemäße und nachhaltige Bewirtschaftung der kirchlichen Grundstücke ist ein Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg. Gerade auch die erste und zweite Landessynode haben sich dieser Aufgabe gestellt. Und so wurde im Jahre 2017 auf der Grundlage eines Beschlusses der Landessynode aus dem Jahr 2014 das Pachtvergabeverfahren für landwirtschaftliche Pachtverträge evaluiert, neu geordnet. Die Einzelheiten würden zu weit führen. Wen das interessiert oder wer ohnehin nicht immer damit beteiligt ist im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit, der sollte einmal die Webseite unter dem Stichwort Pachtvergabe der EKM besuchen. Das immunisiert gegen manche Fehleinschätzung. Dann haben wir natürlich auch noch Wald. Da gibt es auch eine schöne Tabelle, die gerade aufgeschlagen ist. Gesamtwaldfläche fast 13.000 Hektar. Dann gehören zu den Grundstücken natürlich auch noch die Kirchenländereien. Die Einnahmen aus dem Kirchenland, aus Kirchenlandersatzvermögen und aus Patronatsleistungen stärken die Solidarität. Das ist in unserem System so angelegt zwischen den Kirchengemeinden, die über Einnahmen dieser Art verfügen und denen, die sie nicht haben. 80% der Nettoerträge speisen sich die Baulastfonds für den kirchengemeindlichen Bauvorhaben im Kirchenkreis. 20% verbleiben bei der Kirchengemeinde. €1.600 je Kirchengebäude. In den vergangenen Jahren haben wir es aufgrund der guten finanziellen Situation geschafft, eine Anhebung der Mindestausstattung auf 2.000 € je Kirchengebäude zu finanzieren. Und wenn Sie sich die Tabelle angucken, die jetzt eingeblendet ist, und Sie sehen mal, wie im Jahr 2015 das Volumen der Baulastfonds aussah, das waren die 9,8 Millionen ganz rechts, und im Jahr 2020, das sind jetzt 12,6 Millionen, dann ist das schon eine Entwicklung, die beachtlich ist. Und wenn man sich dann noch vergegenwärtigt, dass
aus den Mitteln des Baulastfonds in etwa, grob hochgerechnet, das vierfache Bauvolumen umgesetzt wird, dann verstehen Sie, wie wichtig eine ordnungsgemäße Grundstücksbewirtschaftung über alle kirchengemeindlichen Grundstücke eben auch ist. Ich komme zu einigen Mechanismen des Finanzgesetzes und ihren Wirkungen. Zunächst zur Finanzierung der Kirchenkreise und Kirchengemeinden, insbesondere des Verkündigungsdienstes. Mit der Regelung des § 2 Absatz 2 Finanzgesetz ist gewährleistet, und zwar gesetzlich gewährleistet, dass der überwiegende Teil der finanziellen Mittel für die Aufgaben der Kirchengemeinden und Kirchenkreise direkt oder indirekt zur Verfügung gestellt wird. Die Bemessung der Stellen im Verkündigungsdienst erfolgt in der EKM nach festgelegten Kriterien, die im Finanzgesetz fixiert sind. Eine Stelle im Verkündigungsdienst erhalten die Kirchenkreise für die 1.375 Gemeindeglieder, 36.000 Einwohner, 22 Landgemeinden. Das sind die mit bis zu 5.000 Einwohnern zum Stichtag 31. Dezember 1993 und den Anteil der Gemeindeglieder an den Einwohnern. 60-70% von diesen Stellen sollen für den ordinierten Verkündigungsdienst vorgesehen werden. Mit diesen Kriterien, und das kann man nicht oft genug sagen, haben die Kirchenkreise und Kirchengemeinden neben der Verantwortung für die Finanzierung des Verkündigungsdienstes auch eine hohe Planungssicherheit. Die Verkündigung des Evangeliums ist die Hauptaufgabe von Kirche und folgerichtig wird dafür der Löwenanteil der kirchlichen Mittel eingesetzt. Die folgende Grafik verdeutlicht dies und zeigt zudem den Zusammenhang zwischen der Stellenentwicklung im Verkündigungsdienst und den dafür aufzubringenden Kosten und der Bedeutung der Einnahmen aus dem Pfarrland. Also, Sie haben auf der Y-Achse haben Sie die Kosten links, rechts die Stellen, auf der X-Achse haben Sie die Jahre abgetragen, die grünen Balken ist die Plansumme, die roten, das sind die Einnahmen aus Pfarrvermögen und die Linie von links oben eher nach rechts unten sind die Stellen im Verkündigungsdienst. Trotz zurückgehender Stellen im Verkündigungsdienst sind die Kosten gegenüber 2012 deutlich gestiegen. Dass sich dennoch der Plansummenanteil seitwärts entwickeln konnte, ist den deutlich gestiegenen Einnahmen aus unserem Pfarrvermögen zu verdanken. Im Jahr 2021 haben wir rund 11 Millionen Euro mehr zur Verfügung als noch im Jahr 2012. Die sinkende Anzahl der Stellen im Verkündigungsdienst schmerzt bei jeder Berechnung aufs Neue. Erst recht, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir seit 2012 aufgrund der Kriterien des Finanzgesetzes 211 Stellen weniger haben. Dass dieser Weg unausweichlich war, wird deutlich, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir heute für diese 211 Stellen einen Betrag von zusätzlich jährlich rund 20 Millionen Euro, das ist nämlich nur die Zahl der Stellen multipliziert mit dem Personalkostendurchschnitt, aufwenden müssten. 20 Millionen Euro. Ich wüsste nicht, wie wir das tun sollten. Die Folgen für die einzelnen Ebenen in unserer EKM wären dramatisch gewesen. Und mit Sicherheit hätten wir im Rahmen des Solidarpakts der EKD Auflagen in Bezug auf den EKD-Finanzausgleich erhalten. Nochmal, der Rückgang der Stellen tut wirklich weh, aber wir haben rechtzeitig gehandelt und konnten so selber gestalten. Dann gibt es noch neben dem Plansummenanteil für den Verkündigungsdienst den Kreisanteil für allgemeine Aufgaben. Den überspringe ich mal. Wichtig ist noch ich überspringe auch den Verwaltungsanteil, aus dem die Kreiskirchenämter, die Aufgaben der Kreiskirchenämter finanziert werden. Der Ausgleichsfonds für Kirchenkreise, ein zusätzliches Solidarsystem gemäß 22 Finanzgesetz, ist erwähnenswert. Dort gibt es einen Ausschuss, der auch teilweise synodal beschickt wird. Für die Aufgaben, die der Gemeinschaft, ich bin auf Seite 17 unten, der Kirchenkreise insgesamt zugutekommen, gibt es die kirchenkreisübergreifenden Anteile. Hier werden immer die Aufgaben zugeordnet, die für die Ebene der Kirchengemeinden und Kirchenkreise aus unterschiedlichen Gründen aus dem landeskirchlichen Haushalt beglichen werden. Die Gründe hierzu, entweder ist das Einsparung von Verwaltungsaufwand zur Darstellung in den einzelnen Kassen
oder es sind Mittel, die den Kirchengemeinden zugutekommen, aber zu gering sind, um sie noch weiter zu verteilen, oder Mittel für besondere Projekte und Vorhaben auf der mittleren Ebene. Und da gibt es auch eine auf der Seite 18 in der Mitte eine Übersicht. Da kommen dann solche Dinge vor wie der Schulinvestitionsfonds mit 13,5 Millionen seit 2017. Es ist das Markenzeichen der EKM auch dabei, die Erprobungsräume mit 12,5 Millionen Euro seit 2017 und einige andere Positionen, die auch interessant nachzulesen sind. Die Finanzierung der Kirchengemeinden. Für die Kirchengemeinden wird der Gesamtgemeindeanteil aus der Plansumme zur Verfügung gestellt. Dieser besteht neben dem Gemeindeanteil für den Verkündigungsdienst aus dem Gemeindeanteil für allgemeine Aufgaben. Und den Kirchengemeinden steht aus diesen Mitteln ein Betrag als Rechtsanspruch zur Verfügung, der nach der Größe der Kirchengemeinden gemessen an der Zahl der Gemeindeglieder gestaffelt ist. Der verbleibende Betrag bildet den Strukturfonds im Kirchenkreis. Und diese Mittel sind zwingend an die Kirchengemeinden hoffentlich nach transparenten, nachvollziehbaren und verlässlich gestalteten Kriterien auszuzahlen. Daneben natürlich stehen den Kirchengemeinden die Einnahmen aus dem Gemeindebeitrag und aus dem Kirchenland in Höhe der nicht in den Baulastfonds fließenden Mittel zur Verfügung. Zur Finanzierung der Landeskirche, Seite 19. Dort gibt es zunächst den Anteil für landeskirchenübergreifende Verpflichtungen. Das ist all das, was die Landeskirche als Organisation im Rahmen des Netzwerks Evangelische Kirche mit ihren Zusammenschlüssen in Deutschland zu leisten hat. Daneben gibt es den Anteil für Versorgung, kirchliche Altersversorgung und Wartestand, mit dem die EKM ihre Verantwortung als Dienstherr, Arbeitgeber und Dienstherr auch im Ruhestand erfüllt. Der Landeskirchenanteil für allgemeine Aufgaben schließlich ist der Plansummenanteil, aus dem die Landeskirche alle Aktivitäten zu finanzieren hat, die übergemeindliche im Sinne von gemeindeergänzender und gemeindestärkender Natur sind. Dazu mehr im Herbst beim Doppelhaushalt 2022-2023. Wichtig ist noch, dass dieser Landeskirchenanteil für allgemeine Aufgaben der Entwicklung der Kosten des Verkündigungsdienstes folgt. Damit gewährleistet das Finanzgesetz der EKM, dass es eben keine Entkopplung des Landeskirchenamtes und der landeskirchlichen Werke, Dienste und Einrichtungen von der Entwicklung der Hauptaufgabe der EKM geben kann, der Verkündigung des Evangeliums. Es sei noch erwähnt, dass es auf Landeskirchenebene Finanzbudgets geordnet nach der Dezernatsstruktur gibt. Stichworte sind Eigenverantwortung stärken, sparsame Haushaltsführung anregen, Dezemberfieber vermeiden. Und das wäre es in dem Bereich schon. Die Gemeindegliederentwicklung, Seite 20 unten bzw. 21. Oben die Zahl der Gemeindeglieder sinkt, das ist nicht neu, aber daran gewöhnen möchte ich mich nicht. In welchem Maße dies passiert, dieses Schrumpfen, zeigt die nachstehende Grafik. Sie haben auf der Y-Achse haben Sie die Zahl der Gemeindeglieder. Auf der Y-Achse rechts ist die Prozentzahl und die X-Achse zeigt dann die einzelnen Jahre abgetragen, und das ist schon verheerend, zumal wir jetzt über 2%, das war der Durchschnittswert der letzten Jahre, liegen bei 2,77%. Wir verlieren 18, also zum 31.12.2020 haben wir 18.743 Gemeindeglieder bedeutet. Das ist ein Kirchenkreis, das ist nämlich etwa die Durchschnittsgröße der Kirchenkreise, eines Kirchenkreises in der EKM. Und das ist schon dramatisch, und wir können nur hoffen, dass es uns noch besser gelingt, hier gegenzusteuern. Stichworte sind Taufen, Austrittsvermeidung, Wiedereintritte. Ja, es ist nicht nur die Demografie, das hat uns die Freiburger Studie, die uns ansonsten nicht so sehr überrascht hat, ins Stammbuch geschrieben. Zur finanziellen Vorsorge, Seite 22.
Ich habe Ihnen eben klar gemacht, dass die finanzielle Ausgangssituation der EKM eigentlich bedeutet, dass wir Jahr für Jahr zu 45% über unsere finanziellen Verhältnisse leben, denn schließlich stammen nur 55% aus unserer eigenen Kirchensteuer. Dennoch ist es erfreulich und auch überraschend, dass es uns in den vergangenen Jahren trotz unserer strukturellen und finanziellen Schwäche oder vielleicht gerade deswegen gelungen ist, finanzielle Stabilität auf niedrigem Niveau verglichen mit anderen Gliedkirchen der EKD zu erreichen. Beigetragen dazu haben der Realismus und der Mut aller Organe der EKM auf allen Ebenen unbequeme Entscheidungen nicht auszusitzen, sondern dann zu treffen, wenn noch Handlungsoptionen bestehen. Das ist unser Kurs, er hat sich bewährt und ich hoffe, wir halten ihn. Ich komme zu einem nächsten, ich will nicht sagen fast Alleinstellungsmerkmal der EKM, das ist das Thema Rücklagenausstattung. Denn bei uns werden die Rücklagen in der Synode offengelegt. Ich habe mir sagen lassen, das ist nicht mal in jedem Kirchenkreis der EKM der Fall. Die Ausgleichsrücklage, geregelt in § 5 des Finanzgesetzes, dient der Sicherung und Steuerung der Höhe der Plansummen und ist zugleich Rücklage für Kirchensteuerrückzahlungen. Ihre Obergrenze ist auf die Höhe der Plansumme festgesetzt nach unserem Haushaltsgesetz. So steht es im Gesetz. Mit der Ausgleichsrücklage sollen drastische Einbrüche bzw. Schwankungen der kirchlichen Finanzen über einen Zeitraum von 5 Jahren so abgefedert werden, dass allen kirchlichen Ebenen für die dann anstehenden Sparmaßnahmen einigermaßen Zeit bleibt. Die EKM hat die vom Gesetz geforderte Höhe noch längst nicht erreicht. Bei drastischen und raschen Einbrüchen der Haupteinnahmequellen könnte es also eng werden. Sie können diese Rücklage als unser finanzielles Tafelsilber bezeichnen. Sie beschreibt so etwas wie die Risikotragfähigkeit. Ihr Bestand hat sich erfreulich entwickelt. Sie sehen auf der Folie, die jetzt eingeblendet wird, den Anfangsbestand im Jahre 2009. Das waren knapp 28 Millionen Euro und durch Zuführung aus der Plansumme in den ersten Jahren und Zinserträge sind wir mittlerweile bei 159.700.000 Euro angekommen. Seit dem Haushalt 2019 führen wir nichts mehr zu, weil ich der Auffassung bin, dass die Eigenfinanzierungskraft aus dieser Rücklage ausreichend ist. Die Zinserträgnisse sind aufgrund unserer professionellen Vermögensverwaltung doch recht stabil. Und das Ganze hat uns geholfen, den Rettungsschirm aus Corona zu finanzieren. Sie sehen die Entnahme von 5 Millionen im Jahr 2020. Daneben gibt es die allgemeine Rücklage der EKM. Die zeigt zuerst, dass wir eine dynamische Rücklagenpolitik betreiben. Es geht nicht darum, aus einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis heraus lediglich Geld zu bunkern, sondern für die zahlreichen und realen Wechselfälle des Lebens vorzusorgen. Die allgemeine Rücklage der EKM hat bisher vorrangig gemeindeergänzende Vorhaben der Gesamtkirche, aber auch von Kirchenkreisen und Kirchengemeinden finanziert. Ihr Bestand hat sich von rund 44,9 Millionen Euro zu Beginn des Jahres 2009 auf aktuell rund 19 Millionen Euro verringert. In diesem Zeitraum wurden freilich Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von über 50 Millionen Euro finanziert. Und wenn man mal so ein paar Beispiele herausgreift, was aus dieser Rücklage finanziert wurde, das waren die Bauvorhaben für die Reformationsdekade mit 5,4 Millionen Euro. Das waren der Schulinvestitionsfonds mit nochmal 5,4 Millionen Euro. Das waren die Altersteilzeitregelungen für die Kreiskirchenämter mit 2,2 Millionen Euro. Aber das waren auch Komplementärmittel für ein EFRE-Programm für kirchliche Bauvorhaben in Sachsen-Anhalt mit 2 Millionen Euro oder die Corona-Hilfen für die Tagungs- und Begegnungsstätten mit 1,5 Millionen Euro. Die Clearing-Rückstellung überspringe ich jetzt mal. Die dient der Absicherung des Clearingsverfahrens und ich mache auf Seite 26 weiter und sage lediglich den Bestand noch mal an dieser Clearing-Rückstellung. Die liegt bei
32,2 Millionen Euro. Diese Höhe ist deshalb nötig, weil wir nicht Einfluss darauf haben, wenn eine große Firma ihr Abrechnungszentrum dummerweise gerade in den Bereich der EKM verlegt für Personalabrechnungen und wir dann extreme Kirchensteuereinnahmen haben und ein Jahr später fordert uns das Clearingverfahren wieder ab und die fließen sonst wohin, nur sie sind nicht bei uns. Da muss man ein bisschen puffern können. Daneben gibt es die Substanzerhaltungsrücklage für Tagungs- und Begegnungsstätten, die ich auch überspringen möchte. Und ich mache auf Seite 27 weiter, Versorgungsabsicherung und Beihilfe. Diesen Teil, das traue ich mir jetzt mal mit Blick auf die Uhr, Ihrem Selbststudium anzuvertrauen. Es erklärt sich vieles selber und ich verspreche Ihnen, dass ich vielleicht zur Herbstsynode da noch etwas mehr dazu sage. Ich zeige Ihnen aber, wie die Leistungen der Ruhegehaltskasse sich seit 2009 für die öffentlich-rechtlichen Pfarrer entwickelt haben im Ruhestand und die Deckungslücke im Haushalt sich entwickelt hat. Das ist nämlich eine relativ erfreuliche Angelegenheit. Wir konnten die Haushaltsbelastung deutlich absenken. Grund waren gesonderte Zahlungen an die evangelische Ruhegehaltskasse für bestimmte, bislang nicht hinreichend abgesicherte Bestände. Wir hatten noch im Jahr 2009 eine Haushaltsbelastung von 11,5 Millionen Euro und im derzeitigen Beitrags- und Leistungssystem der evangelischen Ruhegehaltskasse ist die Haushaltsbelastung jetzt in ein leichtes Guthaben von knapp 30.000 Euro verwandelt worden. Das heißt, wir haben da das Richtige getan. Allerdings muss ich dann gleich noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Warum? Es gibt immer diese Arbeitsgruppen. Auch bei der Ruhegehaltskasse gibt es eine Arbeitsgruppe und die hat die Aufgabe, das derzeitige Beitrags- und Leistungssystem der Ruhegehaltskasse zu überprüfen. Das habe ich Ihnen auf Seite 31 aufgeschrieben. Es gibt so ein paar systemische Benachteiligungen aus dem System der Ruhegehaltskassen für einzelne Kirchen wegen der unterschiedlichen Bestandszusammensetzungen. Und durch unsere Aktion der letzten Jahre, nämlich zusätzliches Geld an die Ruhegehaltskasse zu geben, konnten wir eine Verbesserung der Absicherung erreichen. Und deswegen wird uns die Veränderung nicht so stark treffen wie vielleicht andere Kirchen. Dennoch führen weitere Faktoren dazu, nämlich die niedrigen Vermögenserträge aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik und die für die Betroffenen erfreulich steigende Lebenserwartung, dass es steigende Beiträge geben wird. Die Versorgungsumlage, um das am Beispiel festzumachen, wird nach derzeitiger Planung bis zum Jahr 2027 auf rund 45.000 Euro steigen für die Pfarrer im aktiven Dienst und auch die wenigen Kirchenbeamten, die wir noch haben. Beihilfe, hier verweise ich nur darauf, dass wir eine Rücklage haben, die noch zu wenig Geld in sich birgt, 27 Millionen gegenüber einem Barwert, den wir haben müssten, von 132 Millionen Euro. Hier haben wir Handlungsbedarf und ich hoffe, dass es uns gelingt, diese Lücke noch etwas zu schließen. Für die privatrechtlich Angestellten gibt es ein Betriebsrentensystem. Das ist auf Seite 32 unten dargestellt. Jetzt komme ich zur Versorgungsrücklage. Ich habe ja gesagt, die wichtigen Rücklagen werden bei uns gezeigt. Die Versorgungsrücklage, hier sehen Sie die Entwicklung. Anfangsbestand 2009, 41,6 Millionen Euro. Und dann sehen Sie immer wieder mal in Rot eine Zahlung an die Ruhegehaltskasse. Und am Ende haben wir jetzt zum 31.12.2020 rund 109 Millionen Euro in der Versorgungsrücklage trotz dieser Zahlung. Im Blick auf die Absicherung der Versorgung ist in den beiden abgelaufenen Amtszeiten der Landessynode einiges gelungen. Dank der Haushaltsentscheidungen der Landessynode konnten wir die Versorgungsbelastung des landeskirchlichen Haushaltes absenken. Die in den nächsten Jahren steigende Versorgungsumlage
erweist sich ein Problem, dem wir uns freilich stellen müssen. Dann habe ich noch eine Passage geschrieben zur Kapitalmitfinanzierung des landeskirchlichen Haushaltes. Wir hatten sowas früher, das haben wir seit 2012 nicht mehr. Und ob ich das jetzt für alle Ewigkeit ausschließen kann, wage ich zu bezweifeln. Es kann sein, dass wir eines Tages wieder Erträge aus Kapitalanlagen zur Mitfinanzierung des Haushaltes einsetzen müssen. Das müssen wir gründlich prüfen und abwägen. Es sollte auf jeden Fall ein Kapitalverzehr vermieden werden. Im Blick auf die Versorgungsrücklage sage ich nur noch mal, die müssen wir weiter pflegen und vielleicht die Voraussetzungen für eine Versorgungsstiftung erarbeiten, die sich dann zu einer auch kapitaltragenden Säule der Mitfinanzierung der Versorgung entwickeln könnte. Und damit könnten wir Risiken aus dem Haushalt und insbesondere das immerwährende Steigen der Versorgungsumlage begrenzen. Corona und die EKM überspringe ich mit Blick auf die Uhr. Warum? Ich schließe bei der Haushaltsrede im Herbst genau da an und dort werden Sie dann die Konsequenzen aus Corona für den Doppelhaushalt 2022 und 2023 vorgestellt bekommen. Wir haben ja versucht, Corona nicht durchschlagen zu lassen auf die Ebene der Kirchenkreise und Kirchengemeinden im Jahr 2020 und arbeiten in diesem Jahr mit Sperrvermerken und gucken, wie die Finanzentwicklung sich bis Oktober gestaltet und ob und welche Sperrvermerke wir davon aufheben können. Ich komme zum Schluss. Am Schluss steht bei mir meistens ein Bibelwort oder ein Lutherspruch oder irgendein anderes schönes Zitat. Ich habe mich heute mal für ein Bibelwort entschieden. Für mich gilt dieses nicht nur für die Finanzen, sondern für alles, was in den Jahren der neuen Amtszeit der Landessynode auch inhaltlich vor uns liegt. Es ist aus den Sprüchen, Kapitel 24, die Verse 3 bis 4. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten. Und durch ordentliches Haushalten werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher Habe. So sei es. Thank you.